Hallöchen, meine Schönen. Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück. Und für alle Neuen, die meinen Kanal gefunden haben, wünsche ich natürlich auch ein herzlich willkommen. Ich bin die Tanja, das ist mein Kanal. So, meine Lieben, wie ihr bereits im Thumbnail gesehen habt, geht es heute wieder um das Trash-Paket. Genau. Das ist bei mir angekommen. Ich sag mal, ich höre auf zu schnacken und wir fangen mal an und schauen in dem Trash-Paket rein. Genau. So, meine Lieben, Trash-Paket, Wanderpaket, ja, so wirklich weiß man das auch nicht, weil eigentlich ist ja ein Trash-Paket, wo man Sachen reinpackt, die einem nicht gefallen, selber nicht gefallen oder schon probiert hat und die eben halt einem nicht gefallen oder doppelte Produkte und ja, doch, trotzdem finden wir häufiger hier neuwertige Sachen drin, sozusagen neue Sachen drin, die vielleicht doch jemand doppelt hatte oder eben, oder halt geschenkt bekommen hat und nicht mag, sagen wir mal so. So, ich habe noch nicht reingeschaut, das Paket ist noch zu, es kam jetzt von der lieben Heike, vom Kanal Heike Alice, genau, noch mitmacht, nach mir kommt die liebe Lisa von Lisas for Beauty und natürlich die liebe Steffi von Schminky Eyes macht natürlich auch mit beim Trash Wander Paket. So, ich werde euch auf jeden Fall die Mädchen oder die Mädels oder die Frauen, ne, werde ich euch unten auf jeden Fall in meiner Infobox schreiben. Genau. Wir schauen jetzt mal rein, was die liebe Heike mir noch so drin gelassen hat oder auch reingepackt hat. Sagen wir mal so. Ja. So, ich mache das mal eben schnell auf und dann machen wir weiter. Ui, ich sehe schon Sachen, die ich gut gebrauchen kann. Ja. So, auf jeden Fall ist das Paket randgefüllt, sagen wir mal so, brechen voll, randgefüllt, ne, wie auch immer, wie ihr es auch immer haben möchtet. Ja. So, ich fange mal an. Auf jeden Fall kommt mir ein starker Duft entgegen. Okay. Ich muss jetzt mal angucken. Das ist von der lieben Heike. Hallo meine Mäuse, für jeden eine Kerze und ein Pinsel. Oh, liebe Grüße Heike, Alice, Bussi. Okay. Okay. Steffi. Mal gucken. Ich packe erstmal so zur Seite. Ich hoffe, dass ich das nicht vergesse. Dass ich das vergesse, dass ich das wieder reinpacken muss. So, das ist für die Heike. Quatsch, für die Lisa. Nur so viele Geschenke, aber die duften so. Ja, schaut mal. Das ist ein gratis Geschenk von der Heike. Wir haben hier drinne von Ebeline einen tollen Blenderpinsel. Ne? Blenderpinsel ist super. Und eine Kerze, die mega duftet. Mega duftet. Zimtapfel. Boah. Ja. Die ist wirklich stark. Muss ich echt sagen. Dankeschön, liebe Heike. Ist mega. Freue ich mich drüber. Kerzen gehen ja immer und Pinsel sowieso, ne? Pinsel genau immer. Dann machen wir weiter. Das ist ja mein Geschenk, ne? Am besten packe ich das wieder hier rein. Ja. Das ist schon mal super. Fängt schon mal gut an. So, mein Geschenk. So, ein Zettelchen muss ich nachher wieder reinlegen. So, machen wir weiter. Okay. Hier sind schon mal zwei Sachen drin, die ich auf jeden Fall behalten werde, weil ich die wirklich brauche, weil meine auch zufällig gerade leer sind. Haben wir einmal von Isana Wattepads drin. Die kann ich gut gebrauchen, weil meine beide sind nämlich leer, ne? Deswegen kann ich die super gebrauchen. Und Kosmetiktücher brauchen wir ja auch immer, ne? Finde ich auch super. Die behalte ich natürlich auch. Das geht ja wohl mal klar. So. Das ist schon mal bald. Und weiter geht's. Okay. Gut, dass ich vorher gegessen habe. Ne? Ja, ihr wisst ja, meistens hole ich immer die ganzen Essenssachen aus dem Paket raus, wenn die liebe Heike von mir nicht
auch die Sachen rausholt. Ansonsten hole ich die Sachen immer raus. Alles, was zu essen gibt, der kommt dann hier bei Tanja an. Aber heute, nein. Pudding geht immer. Warmer Pudding ist lecker. Warmer Vanillepudding. Lecker. Oder Milch, kennt ihr Milchsuppe mit Eischnee und mit Vanillepudding gemacht. Ist auch lecker. Ja. Popcorn habe ich noch. Die beiden Sachen wandern weiter. Ja, obwohl ich Vanillepudding liebe. Aber nein. So. Machen wir weiter. Okay, ja? Ja. So. Dann haben wir von Rexona haben wir ein Deo drin. Ein Creme-Deo, finde ich total klasse. Mag ich. Benutze ich gerne, weil ich nehme lieber solche Creme-Deos als diese Roller-Dinger. Wisst ihr, was ich meine? Diese flüssig Deos mag ich nämlich nicht. Und Sprüh-Deos komme ich auch nicht mit klar. Ich bin ein Fan von diese Creme-Deos. Deswegen werde ich das auch behalten. Ich glaube, die Heike hatte das letztens in ein Trash-Paket drin gehabt, ne? Das habe ich, glaube ich, mitbekommen. Ja. Aber sie hat es noch nicht benutzt, ne? Sie hat nur dran gerochen, sonst wäre das hochgedreht. Das ist noch klinisch frisch, sagen wir mal so. Das behalte ich auf jeden Fall. Ja, das ist gut. Das geht immer und das benutze ich auch. Ja, das ist gut. So. Okay. Haben wir einmal von Essence. Das sind die auch neue Augenpads. Ich glaube, das sind neue, die auch neu in der Theke sind. Hydro-Gel-Augenpads. Einmal die. Und einmal von Schäbens Nacht-Repair-Konzentrat. Die kleinen Ampülchen hier. Ja. Nein, die wandern weiter. So. Was haben wir denn hier drin? Oh, Retinol ist ja gut. Dann haben wir auch nochmal eine Detox-Sheet-Maske mit Arganöl. Und dann haben wir nochmal eine Kollagen-Maske und eine Retinol-Maske. Ich glaube, ich zeige euch das erstmal. Ich werde mal die Retinol-Maske behalten. Eine, glaube ich. Ich will überlegen. Oder beide. Kollagen. Nein, ich nehme nur die Retinol-Maske. Obwohl, die Kollagen ist auch super. Detox-Maske. Ich habe noch so viele Masken. Aber ich nehme mal die Retinol-Maske. Ja gut. Meine Linsenchips sind wieder zurück, okay. Stefan will sie auch nicht essen. Ich bin auch kein Fan davon. Ich habe sie zwar noch nicht probiert, aber ich weiß nicht. Nee, ich glaube nicht. Okay. So. Dann haben wir noch zwei Sachen hier drin. Hier von Pink Panda, den Pinselreiniger. Der ist nicht schlecht, ne? Aber den habe ich leider. Den hatte ich letztens auch in meiner Bag drin gehabt. Von Cosmetic for Lash. In der Mystery Bag. Werde ich euch das Video natürlich hier verlinken. Werde ich euch mal hier verlinken. Ja. Ist ein gutes Ding, ne? Aber habe ich leider selber. So. Und jetzt, den Lippenschrupp von BB. Lippenschrupp BB. Ja, aber ich habe. Jetzt vor kurzem auch aus der Mistwill weg. Ich habe so viel. Oh, das ist cool. Das riecht aber wirklich chemisch. Die Heike sagte schon, dass das irgendwie komisch riecht. Ja, nee, spricht mich jetzt auch nicht an. Das riecht wirklich komisch. Aber wie gesagt, ich habe. Sonst hätte ich das genommen, aber das stinkt. Das stinkt. Das wandert weiter. Das beißt richtig in der Nase, ne? So, was haben wir hier? Okay. Ich muss mal gucken. Oh, ich habe noch so viel Zeug.
Leute, Leute, Leute. Aber meine kleine Eyeshadow-Palette von Trended Up ist gut. Aber ich hab... Ist nicht schlecht. Nein. Da fühlt sich gut, das Packaging fühlt sich auch wieder gut an. Nein. Das wandert weiter. So. Und dann haben wir hier ein Öl drin. Ist, ich muss sagen, ich kann euch das nur empfehlen. Gesichtsöle, wenigstens für abends, so 2-3 Tröpfchen drauf machen auf dem Gesicht. Kann ich euch nur empfehlen. Ich habe auch ein ganz, ganz gutes, habe ich, benutze ich auch. Ist wirklich gut und die Haut wird so zart, ne, weich, wenn ihr das regelmäßig macht. Wir haben auch ein Face-Öl drin. Aber ich habe noch. Und es ist eine große Flasche, damit kommt ihr sehr lange aus. Ich habe so viel Zeugs. Oh, ich habe so viel Zeugs. Ich muss überlegen. Ich packe mir das erstmal zur Seite, weil das muss ich mir erstmal überlegen. Ich mache auch vielleicht Stapel in Mitte. Machen wir das in der Mitte, vielleicht. So. So, machen wir weiter. Machen wir weiter. Was ist eine leere Tüte? So, dann haben wir von Hawaiian Tropics eine Sunlotion, 15 Lichtschutzfaktor, aber habe ich noch, ich habe auch, das hatten wir auch in der Pinkbox, glaube ich, drin, ne, habe ich noch, ja, nee, wandert weiter. Ist ein gutes Produkt, ne? Aber wandert echt weiter. Was ich natürlich behalten werde. Oh, ist leider kaputt. Schade, guck mal. Ist kaputt. Ist ein Loch drin. Nee, oh. Die Stinke. Die wandern weiter. Die waren schon auf, ne? Die habe ich nicht aufgemacht. Die wandern weiter. Nee. Die Muffeln. So. Was haben wir hier? Boah. Die haben aber ich jetzt in der Nase gebissen. Die Bissen in der Nase. Von Altera. Oh, jetzt kriege ich den Geruch nicht raus. Von Altera Naturkosmetik Winter Beauty Eyeshadow Palette. So, ne? Boah, was ist das denn jetzt? Ich muss mir aber was anderes stuppern. Oh. So, dann haben wir von NYX, von Nix, Mystery Palettes, hier. Ja, darüber kann man reden, ne? Schauen wir mal. Ich habe mir gerade die Hände defiziert. Aber die scheint zu stauben. Oh. Okay, die Farben sind gut, aber dieses weiß schimmernde ist fast gar nicht da, ne? Also die beiden grünen sind stark. Ich werde mir die mal auf Fleischstapel machen. Ich muss mal eben noch mal die zwatschen.
Torte die beiden nochmal. Okay. Ja. Ich werde diese mal auf Vielleichtstapel machen. So. Die Altera wird weiter wandern. Dann haben wir eine Nagelfeile. Ja. Ist nicht schlecht, aber die wandert weiter. Ich kann ja hier nicht alles behalten, ne? So. Für jeden eine Tüte Bussi Gruß Lisa. Das ist von Lisa für mich noch ein Geschenk. Ist nur eine Tüte drin, ja. Das ist eine Tüte, eine Geschenktüte von der lieben Lisa. Ein Zwanschi. Der ist gut, so einen habe ich noch nicht. Und natürlich was Süßes. Die Gummibärchen kann ich gleich wieder verstecken. Weil der Stefan, der geht da dran und isst die alle auf einmal auf. Ja. Stefan ist nämlich ein Weingummi-Freak. Weingummi gehen bei dem immer. Du kannst ein halbes Kilo hinstellen, 100 Gramm, 200 Gramm, ein halbes Kilo, 600 Gramm, 800 Gramm Kilo. Der isst alles auf einmal auf. So, dann haben wir noch eine Palette hier drin von Fab Factory. Das ist von Action, glaube ich, ne? Ist das Action? Ich weiß nicht. Ja. Nö. Palettchen, ne? Ja, nett ist es. Ich würde jetzt die Schwarz, Weiß und dieses Silberne. Das finde ich, das die drei. Ja. Man kann was mitmachen, ne? Ja, auch dieses Silberblau ist auch schön. So. Oh, Heike, hast du doch nicht behalten. Die Filzunterlagen. Ich kann damit leider auch nichts anfangen. Ist nicht schlecht. Schlecht sind die nicht. Aber bei mir lohnt sich sowas nicht, weil wir so eh nie zu Hause sind. Ganz selten. Und ja. Ist schön. Schön ist es, aber nein, das lasse ich weiter wandern. So. Okay. Das finde ich gut. Für Gesichts- und Lippen von Balea ein Zuckershrub. Das finde ich super. Das werde ich auf jeden Fall behalten, weil das finde ich mega. Kann ich nur empfehlen. Habe ich nämlich schon mal getestet. Den wirklich gut. Ja. Mit Vitamin C, ja. Klärendes Peeling mit Orangenschalen für einen strahlenden Ton mit Vitamin C von Balea. Kann ich wirklich nur empfehlen. Solltet ihr auch mal testen. Die sind wirklich gut. So. Was ist das? Zur Info alles neue Produkte, okay? Hier ist ein Tütchen. Dann schauen wir mal. Okay, Nägel. Ja, nett sind sie, aber die halten bei mir nicht. Die machen sofort einen Abgang. Die sind sofort weg. Sind ja schön. Ja, schön sind sie. So, was haben wir noch hier? So, diesen hier, den habe ich schon. Ich glaube, der läuft aus. Irgendwas läuft hier drin aus. Den habe ich schon. Ist eine Mascara, ne? Eine wasserfeste Mascara. Und das ist für die wasserfeste Mascara wieder zu lösen. Ist so ein Zeugs, ne? Ja. Irgendwas läuft. So. Dann haben wir hier ein Concealer von Catrice. Jetzt habe ich hier kein Lappen. Von Catrice. Beide. Ja. Okay, der ist zum Drehen, ne? Ich glaube, ich werde den mal behalten. Mit mittler aufbaubare Deckkraft reduziert optisch Fältchen. Ja, den teste ich mal. Den werde ich mal testen.
Was haben wir hier noch? Eyeshadow-Stick. Nee, hatte ich auch schon mal gehabt. Hier. Ist nicht schlecht, aber ich habe ja von der anderen Firma auch noch. Jedenfalls ist hier ausgelaufen. Ich weiß nicht was. Bestimmt von dem Eyeshadow. Muss ich mal gleich gucken. So, was haben wir hier? Kajal. Ein Kajal. Und noch ein Kajal. Ja, der blaue ist nicht schlecht. Aber ich kann aber nicht alles behalten hier, Leute. Ja, das ist so ein chromfarbener, ne? Dieser. Werde ich auch mal nicht zwatschen. Und diesen hier. Ich glaube, den blauen werde ich mal behalten. So ein dunkelblau-lila. Ne? Ja. So. Dann haben wir hier noch was drin. Okay, die habe ich auch. Die war im Wein-Adventskalender drin, ne? Von Trend It Up. Ne? Die habe ich aber schon. Was haben wir hier? Von Santosi. Eine Nachtcreme. Sleeping Beauty. Ja, na, ich hab genug. Ich hab so viel kann ich gar nicht aufbrauchen. Nein. Ich habe erstmal. Und Nagelaufbauserum ist auch nicht schlecht. Aber habe ich auch noch. Ist nicht schlecht, sollte man wirklich benutzen. Ja. Schöne Produkte. Keine Frage. So. Leute, das wird wieder ein langes Video. Dann haben wir den hier, auch Eyeshadow. Okay. Ja. Einmal von Essence haben wir hier, ein Vierer Quad. Ein Vierer Quad. Nee. Und dann von Manhattan. Ich werde das jetzt mal zwatschen. Ich bin kein Manhattan-Fan. Ich habe eine einzige Palette mehr mal gekauft. Da ist gar keine Pigmentierung drin. Also, das kannst du vergessen. Ich mache das. Ich zwatsche mal jetzt hier, wie das hier mit aussieht. Oh, die Farbe ist ja schön, muss ich ja sagen. Aber der ist ja schöner. Ist schön. Schön ist es. Ja, das ist. Ich weiß nicht. Also dieses, ich kann jetzt nicht für eine Farbe. Mir gefällt es eine Farbe aus der Palette. Und könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr Manhattan Lidschatten findet. Ich bin von Manhattan bin ich kein Fan. Ich bin davon kein Fan. Obwohl jetzt diese eine Farbe gefällt mir, weil die schön leicht ist, schimmert so von der Seite. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Könnt ihr nicht sehen, ne? Ne. Der ist hier vorne drauf. Hier vorne. Den könnt ihr nicht sehen, weil er total hell ist. Ne. Könnt ihr nicht sehen. Ja. Also, Manhattan ist immer so eine Sache. Ich bin davon kein Fan. Nein, für eine Farbe behalte ich diese Palette nicht. Nein. Nein. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich habe schon ein paar Mal probiert Manhattan, aber komme ich nicht mit klar. So, was haben wir hier? Irgendwas zu essen, Marmelade, ne. Marmeladchen, Himbeer, ich esse zwar Himbeermarmelade, aber wir haben noch ohne Stückchen, ohne Kerne und ist so ein Gelee bestimmt, ne, kann ich reingucken. Ich habe letztens eine Marmelade gekauft, Omas Beste. Das ist nur so ein Gelee, ne? Und das ist nichts. Gelee ist nicht lecker. Kann man essen, aber
Day. Dann haben wir hier ein Wilkinson Rasierer. Drei Klingenrasierer. Im Prinzip nicht schlecht. Im Prinzip ist nicht schlecht. Aber ich komme mit 1, 2, 3 Klingen komme ich nicht klar. Ich brauche mindestens 5 Klingen. 4 bis 5 Klingen. Ich hole mir die immer bei Lidl. Für die Männer sind 5er Klingen. 4 oder 5? Ich glaube 5. Damit komme ich am besten zurecht. Ich habe so einen starken Haarwuchs. Ja. Ich kann mich morgens rasieren, ich kann mich abends rasieren. Also einmal am Tag muss ich mich mindestens rasieren. Sonst ist so ein kleiner Spleen bei mir, so einmal am Tag muss ich mindestens mich rasieren. Ja. Der wird sofort verstopft sein. Verstopft. Ja. Ist nicht schlecht. Schlecht ist es nicht. Aber nein. So. Dann haben wir das Tütchen hier, unser Rosentütchen, der ist ja immer noch da drin. Da haben wir hier Nagellacke, Lippenstift, okay. Den Lippenstift habe ich. Habe ich die Farbe? Müsste ich schauen, aber ich glaube, ich habe den. Das ist eine schöne Farbe. Ich mag ja solche Farben, ne? Oder habe ich den doch nicht? Da muss ich mal nachschauen, ob ich den habe. Muss ich meine Kiste mal rausholen, weil der Farbton ist schön. Den mag ich. Ja. Ja, ist schön. Und der Nagellack ist auch schön, ne? Schaut mal. Weil ich kann die alles behalten. Oder ich tue einen anderen rein. Ich habe ja noch genug. Ich tausche. Holo. Ich werde den erstmal zur Seite packen. Aber ich kann nicht alles behalten. Das geht nicht. So, was haben wir hier noch? Okay. Jetzt haben wir hier wieder so ein schönes Schätzchen. Ist nicht schlecht, ne? Kann man Lippenstifte reinpacken oder auch was Größeres hier hinten. Nee, ich habe keinen Platz mehr hier auf meinem Schreibtisch, auf meinem Plastikschwingtisch hier. Geht weiter. Ich habe ja letztens schon eins rausgenommen. So, und dann haben wir hier eine Pesto. Ja, ich esse sowas, aber Stefan nicht. Aber wisst ihr, wo ihr das auch reinmachen könnt? Es gibt einen italienischen Partysalat, der wird mit roter Pesto gemacht. Kann ich euch nur empfehlen für den Sommer. Mit Oliven und so, ne? Bei Chefkoch findet ihr auf jeden Fall das Rezept dazu. Kann ich euch nur empfehlen. Sehr, 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 sehr lecker. Mit roter Pesto. Dann haben wir hier noch ein Täschchen. Das Täschchen habe ich selber irgendwo rumfliegen. Hier waren nämlich Pinsel drin. Das ist eine Pinseltasche. Ja, das ist eine Pinseltasche. Die habe ich auch irgendwo. Ich weiß gar nicht, wo ich das gekauft hatte. Ich glaube bei Lidl. Kann das sein Lidl oder Aldi? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ist nicht schlecht, ne? Aber ich habe das Ding da Teil selber. Ja. So. Dann nochmal ein Geschenk von der lieben Steffi. Für jeden ein Duschgel. Ja. Dann nehme ich mir. Das Rosane habe ich selber. Wir haben nämlich hier diesen Eimer drin. Kiss und einmal Winterdream. Ich glaube, ich nehme mir Winterdream. Ja. Dankeschön, liebe Steffi, für das tolle Duschgel. So. Ich muss gucken. Ich sag toll, ich weiß gar nicht, ob das riecht. Okay. Ich rieche nicht viel, aber das wird gut sein. So, dann haben wir nochmal Servietten. Ja, ist nicht schlecht, aber Stefan und ich, wir nehmen immer ich hole immer von Aldi auch Kosmetiktücher. Aber die Taschentücher hole ich immer auch in der Schachtel. Ja. Nee. Ist nicht schlecht, aber brauche ich nicht. Es ist hier eine Foundation drin von Douglas. In so einer Hartplastik. Habe ich noch nie gesehen. Flirt Foundation. Ist zwar ein bisschen dunkel. Ist ein bisschen dunkel. Aber
wenn es jetzt Sommer wird, denke ich mal, dass das passt. Passt sich auch gut an, fällt jetzt nicht großartig auf der Haut, ne? Man müsste jetzt gucken, wie das im Gesicht wirkt, wenn man nicht zu viel, natürlich darf man nicht so viel drauf machen, ne? Aber scheint nicht schlecht zu sein. Ich glaube, die werde ich mal behalten und testen. Ja, ich tue ja gerne Foundation testen. Und die kenne ich noch nicht. Testen wir mal. Ansonsten wandert die weiter. So, und dann ist ja hier diese kleine Lidschattenpalette drin. Die Heike hatte sie schon in der Hand. Sie sagte, Heike sagte, die Pfennigschläge sind zu klein. Ja, stimmt. Stimmt. Aber mir gefällt die Farbkombination. Ich kann mir schon wieder ein tolles Schminken damit vorstellen. Mir gefällt einfach die Farbkombi, ne? Also dieses Rotbraune gefällt mir wirklich gut. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich kann mir das gut vorstellen. Seht ihr das? Die Farbkombi ist nicht schlecht. Die Farbkombi. Wir können das ja testen und wenn das nichts ist, kann ich das nächste Mal wieder weitergeben. Ich glaube, da werden wir mal ein Schminki von machen. Ja. Ich glaube, ich behalte die. Ich weiß nicht. Ich finde die schön. So für Alltag, weißt du, wisst ihr, was ich meine? Für den Alltag finde ich die nicht schlecht. Fältchen sind zwar klein, aber vielleicht braucht man das auch dann mal auf, wenn die nicht so groß sind. Ne? Ja. Ich werde die mal behalten. Von der Firma haben wir ja, Steffi und ich, uns gegenseitig zu Weihnachten eine Palette geschenkt. Ja. So, dann haben wir vom P2 Forever Matte Eyeshadow Cream. Ja. Ich habe heute auch eine drauf, Eyeshadow Cream. Braun. Und ich glaube, es sieht fast die gleiche Farbe. Ne? Ja, für so schnelles Make-up. Also Augen-Make-up finde ich das gar nicht so verkehrt. Ein bisschen Glimmer dann oben drauf habe ich jetzt auch gemacht hier. Ich werde mal immer meine Hände defizieren. Nochmal, nochmals. Nochmals. Und werde einmal austesten. Ich werde mal versuchen, da reinzugehen. Scheint ein bisschen fest zu sein. Ja, das ist das Problem. Ist eine feste, nee, ist so feste, ist so fest. Schade. Die Konsistenz hätte etwas weicher sein müssen. Schade, schade, schade. Das hätte ich ja gerne behalten. Die Farbe gefällt mir nämlich voll. Aber ist sehr schwierig aus dem Tiegelchen rauszubekommen. Schade, schade, schade. Es kommt auch noch mal eine Sache von mir zurück. Ich meine, ich hatte die reingepackt. Hatte ich die reingepackt? Ich glaube ja, ich hatte die reingepackt. Eine Handcreme. Ja, ist nicht schlimm. Ja, wie gesagt, ist die zweite Sache erst so. Und dann haben wir vom B Naturell haben wir einen Pflegestift. Den kann ich euch nur empfehlen. Das ist wirklich gut. Da habt ihr lange, 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 lange was von. Genau. Und dann hat jemand. Wer war das von euch? Wer war das? Ich wollte das dieses Jahr nicht mehr sehen. Auf jeden Fall. Ist nicht schlecht, ne? Ist nicht schlecht, das ist so ein Beauty-Tool, wo ihr eure Öle oder Seren oder Cremes könnt ihr richtig dann in der Haut einmassieren. Aber von diesen Teilen hatten wir letztes Jahr quasi fast in jeder Box hatten wir diesen Gua Sha, der heißt ja Gua Sha, drin gehabt. Und ich wollte dieses Teil dieses Jahr eigentlich, habe ich darum gebeten, nicht mehr zu sehen. Genau. Und meine Kamera ist schon wieder heiß. Der heiße Preis. Jetzt haben wir eine letzte Sache. Okay. Oh, Meerrettich. Ich esse ja sowas, aber der Stefan isst sowas nicht. Schade. Schön mit Wiener, wie heißen die nochmal, die Frankfurter Würstchen? Frankfurter Würstchen, ne? Frankfurter Würstchen, Kartoffelpüree, Sauerkraut. Aber Stefan isst das nicht. Ist lecker, aber der Stefan isst das nicht. Dai, dai. So. Dann sind wir durch. Ja, dann sind wir soweit durch. Ja, ich denke mal, ich habe so schöne Sachen gefunden, ne? Ja, ich denke mal, ich habe schöne Sachen gefunden.
Die, so mit dem Öl weiß ich noch nicht, mit einem von NYX, die Eyeshadow Palette weiß ich auch noch nicht. Schauen wir mal. Was ich reintun werde, weiß ich allerdings auch noch nicht. Lasst euch überraschen. Das Video, also das Paket, wird jetzt auf jeden Fall zu Lisa wandern. Das werde ich jetzt wieder zu Lisa schicken. Und von Lisa geht es dann zu Steffi, von Steffi zu Heike und weiter und so fort. Ne? Ja. So, meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mir natürlich wünschen, ein Däumchen nach oben. Natürlich dürft ihr mich auch gerne abonnieren. Und unterm i findet ihr natürlich weitere Videos von mir hier. Und ja, und die Mädels sind ja alle unten in der Infobox. Schaut mal bei den Mädels vorbei. Lasst ihr ein bisschen Liebe da, ein kleines Abo. Wäre auch nicht schlecht. Genau. Und was ich jetzt hier noch, sonst vergesse ich das, was ich hier noch liegen habe, ist ein Geburtstagsgeschenk von der lieben Lisa. Sie hat mir eine Kleinigkeit eingepackt, ja. Aber was ich ja süß fand, die liebe Lisa hat mir per YouTube, hat sie mir was zu meinem Geburtstag gesagt gehabt und auch mich herzlich gratuliert zum Geburtstag auf jeden Fall bei YouTube. Fand ich wirklich mega herzlich. Genau. So, packen wir das eben gemeinsam noch schnell aus. Ja, ne? Schauen wir mal eben in ein Paket rein. Hier, Päckchen, für mich, ne? Ich hatte ja Geburtstag gehabt. Genau. Ich hatte Geburtstag. Wow, mein Finger. Okay. Ja. Eine ganz tolle Handcreme. Ich liebe diese Firma. Auch die Maske. Die Maske kann ich euch auch noch empfehlen, ne? Und von Eveline eine Handmaske. Finde ich gut, kann ich gut gebrauchen. Ne? Dankeschön, liebe Lisa. Super. Und jetzt hätten wir doch fast die Geburtstagskarte vergessen. Eine Geburtstagskarte. Und ich liebe Erdmännchen. Ich liebe Erdmännchen. Stefan liebt auch Erdmännchen. Ne, Stefan liebt, sag jetzt, Eichhörnchen. Sagen wir mal Eichhörnchen. Ne? Aber ich liebe Erdmännchen. Hallo, liebe Tanja, ich wünsche dir alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Viel Glück und Gesundheit, Lisa. Dankeschön, liebe Lisa. Dankeschön. So, und dann haben wir noch eine Kleinigkeit hier. Eingepackt. Eingepackt. Ja, jetzt habe ich es endlich ausgepackt. Die Lisa hat mir noch eine ganz tolle Eyeshadow-Palette reingepackt von Füsela Formula. Genau. Ist das nicht süß? Ist das nicht süß? Dankeschön, liebe Lisa, für die tolle Überraschung. Freue ich mich riesig drüber. Na? Dankeschön. Maske und die Handcreme kann ich sehr gut gebrauchen. So, meine Lieben. Das war's jetzt. Wie gesagt, das war das Zwölf-Wander-Paket. Ne? Was von der lieben Heike zu mir gekommen ist. Wie gesagt, das Wanderpaket, das Fresh-Wanderpaket sozusagen, werde ich jetzt packen, wieder neu. Ich weiß noch nicht, was ich reintun werde. Auf jeden Fall geht das jetzt zur lieben Lisa. Schaut bei ihr auf jeden Fall rein, was ich da so einpacke. Ich habe ja sehr viele Sachen rausgenommen. Mit der Eyeshadow-Palette, mit der NYX, weiß ich noch nicht, ob ich die behalte. Keine Ahnung, muss ich mir noch überlegen. Schauen wir mal. Und oh, die habe ich gute Creme. Und auf jeden Fall kann ich alle super gebrauchen. Öl weiß ich auch noch nicht. Muss nur mal meinen Bestand nachgucken, ob ich die behalte oder weiterreiche. Weiß ich noch nicht. Wie gesagt, von der Lisa geht es zur Steffi und von Steffi wieder zur Heike. Seid gespannt auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir natürlich ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Natürlich ein Abo, würde ich mich riesig drüber freuen. Und schaut auf jeden Fall bei den anderen Mädels vorbei. Lasst ihr auch ein bisschen Liebe da, würde ich mich auch riesig drüber freuen. Ja, so, meine Lieben, das war's jetzt. Das war's, das Fresh-Wander-Paket. Diesmal muss ich sagen, haben wir echt gute Knaller drin gehabt. Ja, so, ich werde mich jetzt verabschieden. Ich finde nämlich schon wieder kein Ende. So, meine Lieben, denkt daran, passt auf euch auf, achtet auf euch, achtet auf eure Mitmenschen. Wir sehen uns, eure Tanja. Ciao, tschüsskowski, bayer, tschüss, ciao. Und danke, liebe Lisa, nochmal für das tolle Geburtstagsgeschenk. Danke, ciao.